Falls du die 10 Düfte aus dem heutigen Video noch nicht kennst, machst du auf jeden Fall was falsch. Ich möchte nämlich heute 10 Düfte vorstellen, die du auf jeden Fall getestet haben musst, die wirklich großartig sind und die auf jeden Fall es wert sind, mal gerochen zu werden. Damit aber erstmal hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und im heutigen Video habe ich 10 Düfte zusammengefasst, die in meinen Augen es auf jeden Fall wert sind, getestet zu werden, bei denen ich wirklich sagen kann, ich habe die damals getestet und mein Horizont hat sich auf eine gewisse Weise erweitert vielleicht. Und vielleicht kennen das einige von euch. Gerade am Anfang geht einem das so, man riecht irgendwie total viele Dinge und ist immer wieder total fasziniert, wie Düfte eigentlich auch riechen können. Mir ging das damals bei vielen Sachen so, Versace Eros, Y Eau de Parfum, Eros Flame, aber auch sowas wie Oudwood oder Creed Aventus und so. Anfangen möchte ich jetzt direkt mit dem 10. Platz. Das ist nämlich der Hugo Boss Bottled Elixir. Und ich habe den Duft damals getestet und wusste sofort, das ist ein Duft, der extrem vielen Zuschauern gefallen wird. Denn wir haben hier einen Duft, der zwar auf der einen Seite alltagstauglich ist, auf der anderen Seite aber eine sehr tiefe, harzige, vanillige Basis mit drin hat. Eins macht er ganz besonders, er hat nämlich eine einzigartige Duft-DNA, was das Thema Alltagsdüfte angeht. Normalerweise würde man so eine Duft-DNA eher bei Ausgedüften, bei opulenten, ich sag mal zu besonderen Anlässen geeigneten Düften erwarten. Wir haben hier aber einen Duft, der zahm genug ist, im Alltag getragen zu werden. Das kennt man normalerweise eben nur aus diesen ganzen Jean Paul Gaultier Le Male Parfum zum Beispiel. Oder auch sowas wie Grand Soir von MFK, Harrod von Parfums de Mali und so. Das sind ja alles sehr, sehr potente, intensive Düfte, vielleicht auch eher Kategorie Ausgehdüfte. Und da haben wir jetzt einen Alltagsduft. Und das ist wirklich eine ganz klare Empfehlung. Der nächste Platz kommt ebenfalls auch aus dem Hause Hugo Boss. Das ist nämlich der Hugo Reversed. Und hier haben wir einen zitrigen, frischen Frühlingsduft, der für mich tatsächlich einer der schönsten Düfte ist, die du im unteren Preissegment finden kannst. Und er wird ganz gerne mal verglichen mit dem Rouge Elysium Parfum Cologne. Und auch wenn ich den Vergleich nur in Teilen mitbekomme, ne, ich meine, wir reden hier von 30 Euro gegen 300 Euro. Klar, die riechen nicht identisch. Aber wir bekommen hier ebenfalls eine sehr gute Qualität für das Geld, eine schöne zitrische Kopfnote, so einen leichten Einfall auch an der Vielfalt, an dieser Mischung aus Floralität und eben, ich sag mal, fruchtiger Kopfnote. Ich finde diesen Twist da schon ziemlich gut gelungen, einer schönen moschusholzigen Basis. Für mich wirklich, was Alltagsdüfte angeht, gibt es kaum einen, ich sag mal, preis-leistungstechnisch besseren Frühlingsduft im unteren Preissegment. Vielleicht auf jeden Fall ein Blick wert für all diejenigen, die in die Richtung was suchen. Der nächste Duft ist einer meiner persönlichen Lieblingsdüfte aus dem Hause Yves Saint Laurent. Das ist nämlich der La Nuit de l'Homme Le Parfum. Für mich hat es der Le Parfum erst vor einiger Zeit in meine Favoriten geschafft, denn ich habe ihn ganz lange immer so ein bisschen als der kleine Bruder des Originalen betrachtet, der ein bisschen glatt gezogener ist. Habe ihn aber vor kurzem mal getestet, aufgesprüht und habe gemerkt, Moment mal, der ist ja echt ziemlich geil. Und seitdem werde ich eigentlich nicht müde, diesen Duft selber zu tragen, aber auch zu empfehlen. Denn er hat diese Kardamom-Würze in der Kopfnote, die auch das originale La Nuit de l'Homme mit drin hat, aber das Ganze eben noch ein bisschen seifiger, ein bisschen cleaner, in Richtung vielleicht auch von einem Prada L'Homme, die ja geht. Und so eine Mischung aus Prada L'Homme und aus dem originalen La Nuit de l'Homme finde ich ja wirklich gut gelungen. Er ist natürlich nicht wie der Pleu Electrique aquatisch, aber ich finde diese clean und trotzdem würzige Kombination ja echt gut gelungen und auf jeden Fall ein Blick wert, auch wenn leider relativ selten über ihn gesprochen wird. Ich bin ja auch ein bisschen schuldig durch meine Rezension der ganzen Reihe, aber ich muss sagen, ich kann mich wirklich begeistert für den in letzter Zeit. Armani ist ja für seine Stronger With You Reihe ziemlich bekannt geworden. Die Only-Variante wird aber ganz gerne mal übersehen und deswegen möchte ich ihn heute extra vorstellen, denn der Only schafft eine Sache, nämlich er nimmt da so ein bisschen die Schwere mit raus, er nimmt so ein bisschen die Klebrigkeit mit raus und macht den Duft ein bisschen frühlingstauglicher. Und falls du gerade vielleicht so ein bisschen auf der Suche bist nach einem Stronger With You für den Sommer, für den Frühling, vielleicht auch ein bisschen frischer, ein bisschen eisiger, ein bisschen, ich sag mal, zitricher. Ich glaube, zitrig, Stronger With You in zitrig, frischer und ein bisschen leichter, fasst es ziemlich gut zusammen. Für mich auf jeden Fall aus der Stronger With You-Reihe vielleicht der unbekannteste, aber auf jeden Fall nicht der schlechteste. Sollte auf jeden Fall auch mal getestet werden. Ich mag diese Kombination an Tiefe, an Würze, an Vanille, an Schwere zusammen mit diesem zitrig leichten, frischen total gerne. Und total gerne mag ich auch meinen 6. Platz. Das ist nämlich der Versace Oud Noir. Und dieser Duft schafft es auf der einen Seite, das, was ich an dem Oud Wood von Tom Ford liebe, aufzugreifen, dieses Holzige, dieses Udige, dieses Würzige und nochmal eine schöne, tiefe, maskuline Weihrauchnote drunter zu packen. Und das macht der Duft ziemlich einzigartig und das habe ich auch bei so noch keinem Duft Klon ist es ja nicht wirklich, ne, zumindest angelehnten Duft gesehen, dass er es schafft, das Originale wirklich fast perfekt einzufangen. Nicht ganz diese Balsamigkeit, nicht ganz diese, ich sag mal, auch Würze, diese Hochwertigkeit, aber dann trotzdem dem Ganzen so einen schönen Twist zu geben. Und falls du wirklich ein Fan von Weihrauch bist, Ebenefüm von Tom Ford sei hier genannt, Oud Wood von Tom Ford sei hier genannt, sowieso allgemein Tom Ford Düfte. Falls dir diese Düfte gefallen, solltest du auf jeden Fall mal den Oud Noir anschauen. Das ist einer der schönsten Versace Düfte,
die du finden kannst. Ist ein bisschen teurer als die anderen. Die kosten ja normalerweise so 40 bis 60 Euro. Ich glaube, der liegt so bei 70 bis 80 Euro. Ist aber auf jeden Fall alle Male wert. Und du bekommst hier einen intensiven, schönen, tollen Oud-Duft. Und vielleicht auch für all diejenigen, die mal Oud so ein bisschen kennenlernen möchten, in seinen Grundzügen. Du bekommst hier einen sehr gedämpften Kardamom, Oud, würzigen, weihrauchigen Duft, der nicht zu stark ist, der nicht zu intensiv ist, was das Oud angeht, aber trotzdem eben sehr potent, sehr intensiv. Und für mich, ja, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, einer der tollsten Versace-Düfte. Guck mal gerne in meine Versace-Vorstellung aller Düfte von denen rein. Ist der Oud Noir, glaube ich, auch zweiter Platz, dritter Platz, relativ weit vorne jedenfalls, eine ganz klare Empfehlung. Mein fünfter Platz wird heute belegt mit einem Duft aus dem Hause Goldfield & Banks. Das ist nämlich der Ingenious Ginger. Und diese Ingwer-Kopfnote begeistert mich in letzter Zeit ziemlich. Ich muss sowieso sagen, dass mir diese ganzen zitrischen, also auch so Zitrone, Limette, auch Ingwer, wirklich sehr gut gefallen. Ich erinnere da zum Beispiel auch an den Malibu Party Bay von Simone Andreoli, Oceania von auch zum Beispiel Roger Parfum. So, das sind alles Düfte, die mich echt begeistern gerade. Ich finde das echt toll, wenn es so ein bisschen spritzig, frisch, sommerlich, so ein bisschen diesen Vibe gibt irgendwie. Und er nimmt diese tolle Grapefruit-Kopfnote, dieses explosive, sehr lautstarke, sehr intensive, das man zum Beispiel auch aus dem Turati Blue kennt, und packt da eine schöne, tolle, ich sag auch mal weiche Vanille mit runter. Und das ist auch wirklich eine Stärke des Parfümeurs, der ja zum Beispiel auch den Parfums de Mali Leighton, aber auch den Altair gemacht hat. Ne? Ihr bekommt hier eine extrem hohe Qualität bei dem Haus Goldfield & Banks, und da kann ich sagen, der Ingenious Ginger hat mich fasziniert. Ich liebe diesen Duft und kann ihn dementsprechend auch nur ganz klar an dich empfehlen. Ich glaube auch, dass Goldfield & Banks so Sample-Sets anbietet, wo du die meisten Düfte testen kannst. Ich habe jetzt keinen Link, ich weiß es auch nicht, wo du die bekommen kannst, aber guck mal, ich glaube, du bekommst da tatsächlich eine relativ große Bandbreite an Düften, die in meinen Augen auf jeden Fall alle testenswert sind. Beim nächsten Duft kann ich auch ganz klar sagen, der ist super testenswert. Das ist nämlich der Amouage Reflection Man. Und der Reflection Man ist auf jeden Fall mehr als ein nischiger Le Mal-Klon, so wird er ganz gerne mal verschrien, sage ich mal, oder kritisiert. Und natürlich, er hat so ein bisschen dieselben Facetten, so ein bisschen diese Vanille in der Basis drin. Er hat auch so ein bisschen diesen Lavendel-Basis, diese Iris-Lavendel-Kombination. Dafür ist er aber sehr viel blumiger, er ist sehr viel cleaner und er ist weniger zitrig, er ist sehr viel mehr fokussiert auf diese Iris, auf das Weiche damit drin, und ist für mich einfach ein viel kuscheliger und auch vielleicht ein viel modernerer Duft. Bei dem Le Mal merkt man schon mal ganz gerne raus, dass er schon ein bisschen älter ist. Das finde ich bei dem Reflection Man ein bisschen weniger. Er ist ein bisschen zeitloser und er geht eher in so eine frische, cleane Richtung, wie zum Beispiel der Prada L'Homme, und eben weniger in so eine würzige Richtung, wie man jetzt zum Beispiel bei dem Le Mal, aber auch Le Mal Le Parfum erwarten würde. Daher sei hier auf jeden Fall allen Fans von puderigen, Iris, weichen Düften, Prada ist hier ein ganz tolles Dufthaus als Referenz zu nennen. Falls ihr solche Düfte mögt, ist auf jeden Fall der Reflection Man ein Duft, den ihr mal getestet haben sollt. Vielleicht ist es ja euer Nischeneinstieg, sage ich mal. Und ich finde sowieso Amouage macht ziemlich spannende Düfte. Auch der Reflection 45 ist hier ziemlich interessant zu nennen. Riecht so ein bisschen ähnlich, minimal anders. Aber auf jeden Fall Reflection Man ist ein Klassiker der Parfümerie, sollte auf jeden Fall mal getestet werden. Gerade eben hatte ich ja schon das Wort von Simone Andreoli. Jetzt möchte ich weitermachen mit einem Duft aus dem Haus, das ist nämlich der Leisure in Paradise. Diese tolle Kombination aus Papaya, Ananas und eben auch der Kokosmilch damit drin macht diesen Duft einzigartig. Er ist sehr weich, er ist sehr kuschelig. Hier haben wir auch wieder so ein bisschen Iris mit drin, ein bisschen Vanille mit drin, und ist für mich zusammen mit dem Malibu Party in the Bay wirklich die beiden maßgebenden Sommerdüfte aus dem Haus Simone Andreoli. Die Qualität, die wir hier aus dem Haus bekommen, ist sowieso wirklich grandios. Den Leisure in Paradise habe ich mir ja damals genau wie den Malibu Party in the Bay selber gekauft. Weißbomb, den habe ich damals kostenlos bekommen, ist aber eher ein winterlicher, würzigerer Duft, und falls du Kirschdüfte magst, auf jeden Fall auch eine ganz klare Empfehlung. Ich finde sowieso, dass auch so ein bisschen gerade der Trend, den ich sehe, Simone Andreoli, war jetzt noch vor ein, zwei Jahren im Untergrund. Ich kannte das Haus nicht, viele von euch vielleicht auch nicht. Jetzt die letzten Monate und Jahre haben die echt einen sehr guten Trend hingelegt. Diese Düfte sind auf jeden Fall testenswert und für mich haben sie auch so ein bisschen meinen Horizont erweitert. Das Nische ist ja relativ günstige Nische, so 120, 30, 40 Euro muss man sagen, nicht immer teuer sein muss, wenn man eine extrem gute Qualität haben möchte. Und das ist auf jeden Fall auch was bei dem zweiten Platz heute zutrifft, das ist nämlich der Dior Homme Intense. Diese intensive Iris zusammen in Kombination mit der tiefen Holzbasis hier mit drin, das ist einfach sehr magisch. Auch wenn ich mir das mal so aufsprühe, muss ich einfach wirklich sagen, das hat so eine gewisse Magie, es hat so ein bisschen... Auch die Ausstrahlung. Ich muss ja nicht mal am Arm dran riechen. Diese Iris-Holz-Kombination zusammen mit ganz vielen Aldehyden und Molekülen, es wirkt so leicht, es wirkt so frisch irgendwie, es wirkt so modern, obwohl es ein ziemlich eleganter Gentleman-Duft ist. Und ich finde die Kombination total spannend, falls du auch wieder, ich habe das ja eben schon gesagt, Iris magst, diese schöne, weiche Basis, aber trotzdem eben hier
mit dieser tiefen Holzbasis. Und das kommt jetzt langsam so wirklich raus. Ne? Du hast am Anfang eher so eine Iris weich und dann kommt so dieses holzige, tiefe, leicht alkoholische mit raus. Alter Falter, großartiger Duft, musst du auf jeden Fall mal getestet haben. Und das Gute ist, bei Dior Homme Intense, den bekommst du zu testen. Dior Homme Parfum gibt es ja nur online bei denen zu kaufen. Dior Homme Intense kannst du auch in allen Douglas-Filialen antesten. Solltest du auf jeden Fall mal tun. Das hat meinen Horizont damals auf jeden Fall erweitert. Ich habe den Duft gerochen und dachte mir so, wow. Und ich habe den, glaube ich, als ich den bekommen habe, auch, ich glaube, 2 Wochen am Stück jeden Tag getragen. Spricht auf jeden Fall für den Duft. Bei dem nächsten war das relativ ähnlich. Das war nämlich der Parfums de Mali Pegasus. Ich habe den Duft damals gekauft und wusste nicht, was das Thema metallisch bei Düften bedeutet. Und ich glaube, es ist ziemlich gut, diesen Pegasus mal zu testen, dass man auch weiß, was Männchen oder was gerade auch ich meine, wenn ich sage, ein metallischer, trockener, vielleicht auch manchmal ein bisschen blutiger Duft. Denn das schafft der Pegasus, diese Kombination aus clean, frisch, aber auf der anderen Seite eben auch metallisch, hart, kantig irgendwo. Und deswegen ist der Pegasus vielleicht auch sogar der spannendste Duft aus dem Hause Parfums de Mali. Jetzt nicht, weil er der beste ist oder die meisten Komplimente oder sowas, aber weil er der, ich sag mal, technisch außergewöhnlichste Duft ist, den man vielleicht als nischigst bezeichnen würde. Und deswegen für mich auf jeden Fall ein Must-Test-Duft von Parfums de Mali ist, was das Thema, ich sag mal, spannende Düfte in der Ars angeht. Schreib auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Düfte du glaubst, man auf jeden Fall getestet haben muss. Vielleicht auch Empfehlungen für mich, welche Düfte ich mal testen soll. Ich bin da ja auch offen für Empfehlungen. Danke dir soweit fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.